Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal ein paar Kisten von den großen Jagden anschauen, da gibt es nämlich interessante Sachen raus und dementsprechend habe ich hier mit einem Twink schon ein paar von diesen Säcken gefarmt. Wo kriegen wir die her? Und zwar, wir müssen mit einem Char bei den Zentauren der Maruk auf eine Ruhmstufe von Minimum 5 kommen und dann schließen wir Ruf der Jagd frei und das öffnet uns diese großen Jagden. Hier ist es dann irrelevant, ob ihr das mit den Twinks auch habt. Ihr müsst nur mit einem Char das haben, dann seht ihr die hier auf der Map, könnt ganz normal bei diesen Jagden mitmachen. Die ersten drei Male, wo ihr quasi eine Jagd abschließt in der Woche, kriegt ihr spezielle Säcke und zwar beim ersten Mal kriegt ihr einen epischen Sack, beim zweiten Mal einen blauen und beim dritten Mal dementsprechend den grünen Sack. In diesen drei Säcken können spezielle Items drin sein und dementsprechend habe ich mir jetzt schon ein paar gefarmt. Ich hatte euch ja schon ein Mount-Video präsentiert, wo wir uns quasi ein Mammut-Mount aus den Säcken rausgezogen haben. Und jetzt will ich noch die Pets farmen. Es gibt nämlich zwei Pets, die drin sein können. Die waren blöderweise anscheinend in der ersten und zweiten Woche ein bisschen verbuggt. Und jetzt wurde das Ganze von Blizzard gefixt. Und jetzt können auch die Pets einmal drin droppen. Ich kann euch mal zeigen, um welche es sich handelt. Und zwar sind es die beiden Pets, bei denen quasi eine Lootquelle dran steht. Und dann machen wir das jetzt mal einmal raus. Gehen hier runter und das erste sehen wir schon. Onara Begleiter schimpft sich das. Das ist hier dieser Vogel. Und wenn wir da drüber fahren, seht ihr, das ist eins der wenigen Pets, das keine Quelle hat. Und die kommt quasi hier aus diesen Kisten raus. Die Dropshot ist relativ mies, würde ich mal sagen. Und das zweite ist der Barka-Begleiter oder irgendwie so eine... Oder Barka... So schreibt man den, Barka-Begleiter. Und ihr seht, der hat auch keine Quelle. Der kommt aus dem Säckchen raus. Den Barka-Begleiter habe ich schon. Ich habe jetzt schon, ja, über die letzten Tage einige von den Dingern aufgemacht. Irgendwie der Vogel will nicht. Und ich dachte mir, da können wir doch auch eine kleine Opening-Reihe draus machen. Ich habe mir jetzt überlegt, wir machen jetzt 12 Säcke. Das sind quasi 4 Chars mal quasi 3 Beutel. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Drückt mir die Daumen, dass das Pet drin ist. Dann bin ich nämlich mit den Jagden auch soweit fertig. Schauen wir mal rein. Erste Kiste war schon mal nix. Zweite Kiste war schon mal auch nix. Und ein Trinket haben wir drin. Das ist nicht mal besser. Okay, sad. Und die dritte Kiste haben wir leider auch nix drin. Ich kann euch nochmal das Mount vielleicht auch zeigen. Warte mal. Jagd. Ist das da drin? Nee. Vielleicht Onara. Ich weiß gar nicht, wie das genau hieß. Das ist so ein Mammut. Ah, leider finde ich es jetzt hier nicht. Ich hab zu viele Mounts. Ich dachte mir, ich kann das vielleicht auch nochmal zeigen, aber da sieht es leider schlecht aus. So, dann gucken wir stattdessen einmal hier rüber auf den anderen Char. Oder vielleicht, aber nee, hier steht ja auch Jagd dran, ne? Machen wir lieber die Kisten hier auf. Ich habe einen Mount Guide gemacht, müsste so ein Mammut sein. Wie es genau heißt, weiß ich jetzt leider nicht gerade auf dem Punkt. Aber ich denke mal, ihr werdet es finden, das Video. So, dann machen wir hier noch auf. Eins. Nummer zwei. Oh boy, das hat echt eine richtig dreckige Loot-Chance. Oder Drop-Chance. Und Nummer drei war natürlich auch nix. Okay, heißt, ich kann dann mit noch ein paar Chars die Jagd absolvieren. So, ich bin jetzt auf den nächsten Chars weitergelockt und mir ist aufgefallen, wenn ich einfach nach Mammut suche, sehe ich ja hier oben das Mammut. Ich dachte, das heißt ein bisschen anders, aber egal. Doch, das heißt eben Schreiterträger, aber mit Mammut findet man es auch, also ganz gut. Und hier steht aber in Klammern erste Jagd der Woche, also das Mammut kriegt man anscheinend nur beim epischen Beutel. Die Pets sollen aber aus allen drei rauskriegen, oder man rauskriegen so rum. Und ja. 6 hatten wir aufgemacht, jetzt machen wir mal nochmal 3 auf. 1, 2. Da war kein Pet drin, dann sind wir jetzt bei 9. Und dann habe ich aber hier noch den anderen Char auf dem anderen Account. 10. 11 und Nummer 12. Satz mit X, das war wohl nix. Und ja, damit ist das erste Video rum. 12 Kisten aufgemacht, 12 mal nix bekommen. Ein paar von den Vorräten haben wir natürlich drin und zusätzlich noch ein paar Trophäen, aber mit denen kann ich mir jetzt aktuell auch nichts kaufen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Ich werde fleißig weiterfarmen, denn ich will mein Pet haben. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.